Er ist wieder da. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer kämpferischen Rede auf der politischen Bühne zurückgemeldet, bei der Konferenz CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten in Florida. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Machtwechsel im Weißen Haus hat der 74-Jährige eine Kandidatur bei der Wahl 2024 offen gelassen. Do you miss me yet? Vermisst ihr mich schon? Ich stehe heute vor Ihnen, um zu erklären, dass die unglaubliche Reise, die wir zusammen begonnen haben, eine Reise wie keine andere. Es gab noch nie eine Reise wie diese. Wir haben diese erfolgreiche Reise vor 4 Jahren zusammen begonnen und sie ist noch lange nicht vorbei. Trump bleibt wegen seiner Reaktion auf den Sturm des Kapitols am 6. Januar durch seine Anhänger immer noch aus den sozialen Medien verbannt. Auf seiner 90-minütigen Rede in Florida teilte er jedoch wieder schnell gegen seinen Nachfolger und die jetzige US-Regierung aus. Joe Biden hatte den katastrophalsten ersten Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte, das ist wahr. Die Biden-Regierung hat bereits bewiesen, dass sie gegen Jobs, gegen Familien, gegen Grenzen, gegen Energie, gegen Frauen und gegen Wissenschaft ist. Trump stellte sich auch erneut als rechtmäßiger Sieger der Präsidentschaftswahl dar. Wir hatten bei der zweiten Wahl ein noch besseres Ergebnis als bei der ersten. Ihr wisst, ich habe die erste Wahl gewonnen und wir haben die zweite gewonnen. Es ist irgendwie seltsam. Wie haben wir das gemacht? Wir haben es viel besser gemacht beim zweiten Mal. Was für eine Schande für unser Land. Die Stimmung bei den Anhängern Trumps drin bei der Konferenz als auch draußen war gut. Während die Partei gespalten ist, immerhin haben 10 Republikaner im vergangenen Monat für ein zweites Amtsenthebungsverfahren gestimmt, bleibt Trump bei seiner Wählerbasis äußerst beliebt. Dies ist ein Feiertag für die Trumpers der Welt. Es ist eine Bewegung, die nicht gestoppt werden kann. Es ist uns egal, wer gerade im Amt ist. Wir wollen unseren Präsidenten unterstützen. Wir lieben ihn und er hat großartige Arbeit geleistet.